herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal Gastro und Events. Gebratene Lachswürfel in Safransoße mit Tagliatelle. Wir haben hier ein Stückchen Lachs und woran erkennt man, dass ein Lachs frisch ist? Einmal, dass die Schuppen flach anliegen, dass er glänzt, dass er nicht nach Fisch riecht. Und dann eine Tuchprobe, man drückt hier drauf. Und wenn das Fleisch wieder zurückgeht, relativ schnell, dann ist er frisch. So, wir machen jetzt erstmal die Haut runter, weil die brauchen wir jetzt bei unserem Gericht nicht. Nehmen wir mit scharfem Messer, schneiden hier entlang auf der Haut. Ganz etwas mit Gefühl. So, wir nehmen mal die Haut runter. Man geht von der Seite rein, ganz vorsichtig, schneidet unten entlang. Und dann sieht es so aus. Das hier können wir dann weggeben. Und hier dieses Fett, das braune, werfen wir auch weg. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt schneiden wir den Lachs in kleine Würfelchen. Nicht zu klein. So in der Größenordnung, dass er dann auch noch saftig bleibt später. In so grobe Stücke. So. Den gehen wir dann auf Seite. Den gehen wir hier rein. Den Lachs marinieren wir jetzt. Ich nehme dafür eine Gewürzmischung. Barbecue-Fisch nennt sich die Inge Holland. Und altes Gewürzamt, kann man ja mal googeln. Das sind so Dosen, so grüne. Und ich arbeite sehr gern mit denen. Hier in dieser Gewürzmischung ist auch Safran mit drin, unter anderem. Und dann passt es auch wieder sehr gut zu unserem Essen. So sieht es dann von nahen aus. So, was brauchen wir für die Safransoße? Wir brauchen einmal Safran, den habe ich aus Spanien mitgebracht, aus meinem letzten Urlaub. Kostet 4,50 Euro das Gramm. Und woran erkennt man guten Safran? Wenn der gleichmäßig gefärbt ist, die Fäden, wenn da keine gelben oder weißen dabei sind, dann ist es ein hochwertiges Produkt. Dann brauchen wir wieder Sahne und etwas Weißwein. Die Zwiebeln schneiden wir jetzt in Würfelchen, Brunoise. Und schwitzen die dann in Butter an. So wie man Zwiebeln in Würfelchen schneidet, habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt. Geben wir die Butter in den Topf, lassen die langsam so laufen. So, und geben dann unsere Zwiebeln hinzu. Die Zwiebeln ohne Farbe angehen lassen, nur anschwitzen. So, schön angehen lassen. Wenn die Zwiebeln glasig sind, geben wir unseren Safran dazu. So sieht jetzt also der Safran aus, ja, man kann es einigermaßen erkennen. Hier so feine Fäden, das gibt es auch in Pulverform, aber ich arbeite am liebsten mit Fäden, da man den dann später auch in der Soße wieder findet. Die Zwiebeln sind jetzt glasig, jetzt geben wir unseren Safran hinzu, aber nicht so viel, da reicht hier so ein Stückchen. So. Wir geben jetzt dann einen Schuss Wasser hinein. Nicht viel, nur einen Schuss. Und das hat den Sinn, weil wenn man Safran mit Säure in Verbindung bringt, das heißt also Weißwein, Zitronensaft,
kann er die Farbe nicht mehr abgeben. Dann bleibt die Farbe einfach in den Fäden. Man hat den Geschmack zwar, aber die Farbe kommt nicht so schön raus. Deswegen lässt man den jetzt in etwas Wasser einfach reduzieren. So, hier kann man sehr schön sehen, dass die Zwiebeln jetzt langsam wieder anfangen zu braten. Jetzt gießen wir das Ganze mit Weißwein auf, um eine gewisse Frische in die Soße zu bekommen. Circa 250 Milliliter. Lassen diesen auch wieder reduzieren. Der Weißwein ist jetzt soweit verkocht. Und nun können wir gefahrlos die Sahne drauf geben, ohne dass sie uns gerinnt. Das Ganze lassen wir nun jetzt reduzieren und kochen. Je länger wir das jetzt kochen lassen, desto mehr kocht das Safran aus und umso intensiver wird die Farbe und das Geschmack der Soße. Ich denke mal so in den nächsten 10 Minuten ist es okay, wenn das runter reduziert. Man sieht auch sehr schön, wie die Safranfäden dann drin rumschwimmen. Und wie gesagt, je länger man die kocht, desto gelber wird diese. In der Zeit hat die Soße noch ein bisschen reduziert und ihr Aroma bildet. Tragen wir unseren vorbereiteten Lachs an, ein bisschen Pflanzenöl in die Pfanne. So, die Pfanne ist jetzt heiß genug. Sieht auch sehr schön unsere Lachswürfel, wie das Gewürz jetzt hier eingezogen ist. Kann man, denke ich, ganz gut erkennen. Geben wir jetzt in unsere Pfanne. Das rein ist und lassen das Ganze ein bisschen braten. Würzen, tun wir das ein bisschen Salz, haben wir jetzt schon leicht würzen. So, man sieht jetzt schon, wie das Eiweiß hier anfängt zu gewinnen, der Lachs sich verfärbt. So, kann man sehen. So, der Lachs ist jetzt von beiden Seiten angebraten. Hier die kleinen Stückchen, die noch groß sind. Das ist absolut okay so. Die ziehen dann in der Soße nach. Und jetzt geben wir die in unsere warm gehaltene Safransoße. Das Ganze jetzt nicht mehr kochen lassen, einfach nur noch mal kurz warm ziehen, über die Nudeln geben, fertig. So sieht das Ganze jetzt dann angerichtet aus, so als Vorschlag. Wenn euch das Video gefallen hat, freut es mich, wenn ihr ein Däumchen da lasst und auch über nette Kommentare oder was ich für euch mal kochen soll. Ich wünsche euch was, vielen Dank fürs Zugucken.